kam der Generaldirektor von der Wiener Eisrevue, Herr Adolf Eder, zu uns und sagte: Herr Stolz, wir haben hier die Eisrevue, aber wir brauchen unbedingt, dass Sie uns helfen. Sagte Robert Stolz: Warum? Hat er gesagt: Schauen Sie, wenn wir mit unserer Eisrevue in die Länder kommen, in denen wir spielen, Holland und Belgien, hat er gesagt, und in der Tschechoslowakei und wohin immer wir kommen, sagt man immer: Ah, Sie kommen aus Österreich. Na ja, da sind die Leute noch hier irgendwie negativ eingestellt zu Österreich, weil sie sagen, dass Österreich war im Krieg also unser Gegner. Aber wenn Sie die Musik machen, haben wir erstens sozusagen ein Persilschein, hat ein anderes Wort da gebraucht. Es ist ein Beweis, dass wir eben nicht dieser, sagen wir, Weltanschauung angehört haben, unserer Eisrevue. Wir sind auch später entstanden. Aber, und zweitens, könnten Sie uns die schönste Musik geben und wir könnten endlich von dem Gedanken, nur eine Revue zu machen, endlich mit einer geschlossenen Handlung Operette auf dem Eis haben, wenn Sie als Operettenkomponist ja sagen, dass Sie mit uns arbeiten wollen. Na, und da hat der Robert damals sich getroffen mit dem Will Petter. Und wir sind hingefahren nach Charleroi und haben uns angeschaut. Die Revue war gerade in Charleroi in Belgien. Und der Will Petter war dort und die Edith und wir haben uns sehr gut verstanden. Und die nächste Revue hat schon der Robert Stolz komponiert. Das heißt, der Will Petter ist zu uns in die Wohnung gekommen und hat erzählt, was die Story ist und wie das Bild aussieht und wie der Star ist und wie er tanzt und so. Und der Robert hat dann dazu die Musik komponiert, die eben notwendig war für diese Eisrevue. Und so haben sie jedes Jahr, haben sie ein neues Programm geschaffen. Und Robert hat 19 Eisrevuen komponiert, vom ersten bis zum letzten Ton. Und bei den meisten Eisrevuen war natürlich auch ein Orchester. Und der Robert hat auch oft dieses Orchester in manchen Städten dirigiert, seine Musik mit diesen Eisrevuen. Und dann hat sich so ergeben, dass damals war die Pawlik, die Eva Pawlik und der Rudi Seliger waren die Stars der Revue. Und da hat Will Petter gesagt: Wir brauchen eine besondere Musik für die Stars. Und das muss irgendwie so sein, wie, eben Star, wie man Stars präsentiert. Mit einer wunderschönen Melodie und mit einem Crescendo und mit einem Fortissimo, damit die Leute wissen: Aha, da kommt schon der große Star. Und da hat der Robert natürlich für jede Revue, für jede Operette, Eisoperette war es von dem Moment an, die Wiener Eisrevue produzierte, mit der Eva Pawlik und mit dem Rudi Seliger, hatte Robert für dieses Paar, weil das waren die großen Stars, eine besondere Musik komponiert, die ihnen auf den Leib geschrieben worden war. Und hat eben, sie haben getanzt dann, ihre wunderbaren, fantastischen Tänze, sie waren ja unbeschreiblich, zwei so schöne Menschen, die wunderbar auf dem Eis getanzt haben, zwei Meister über alle Meister, wie dieses Paar, haben natürlich den größten Erfolg des Abends immer wieder gehabt. Und diese Revuen sind, solange eben die Pawlik und der Seliger dabei waren und dann sogar später immer war der Robert Stolz dabei, bis die Wiener Eisrevue an die Holiday on Ice, an den Mr. Tschalfen verkauft wurde. Und dann beim Herrn Tschalfen ist die Eisrevue also eingeschlafen, er hat sie aufs Eis gelegt. Ausgelaufen sozusagen. Ich würde das nicht sagen. Der Tschalfen nämlich hat uns versprochen, Himmel auf Erden. Er hat gesagt: Jetzt haben Sie zwei Programme laufen, in Südamerika und meinetwegen in Europa, aber bei mir werden Sie drei Programme haben. Und da waren die Herren von der Eisrevue natürlich sehr interessiert dran, der Herr Dr. Eigel und der Herr Hohlfeld. Hohlfeld. Und die waren sehr interessiert, drei Programme wäre besser als nur zwei. Und da haben sie mit ihm den Vertrag geschlossen. Aber der Herr Tschalfen wollte unbedingt uns abwürgen. Er wollte nicht, dass unsere Eisrevue existiert. Und da hat er uns gekauft: Die Amerikaner haben ein Prinzip. Können Sie Englisch? If you can't beat them, join them. If you can't beat them, join them.
Und nachdem wir die größten Erfolge gehabt haben überall und wenn die Holiday on Ice nach der Wiener Eisrevue gekommen sind, haben sie nicht einen halben Erfolg gehabt, weil die Zeitungen haben geschrieben, wo ist der Charme, wo ist die schöne Musik, wo ist die Atmosphäre und der Liebreiz aus Wien. Das, was sie uns bringen, ist eine kalte Revue, was aus Amerika kommt, mit schönen Kostümen, wohl, aber keine durchgehende Handlung und keine so schönen Melodien und kein Orchester und kein Charme. Und da haben sie also, da hat der Mr. Chalfen, das war der oberste Chef von Holiday on Ice, hat sich gedacht, ich kaufe diese erfolgreiche Wiener Eisrevue. Und hat gekauft die Wiener Eisrevue. Und während wir vorher in den größten Hallen gespielt haben, hat uns der Chalfen als Eigentümer der Wiener Eisrevue in kleine Hallen gesetzt, da und dort, so dass natürlich das Geschäft nicht mehr das war. Und es wurde ein Verlustgeschäft, die ganze Wiener Eisrevue wurde ein Verlustgeschäft. Und dann ein Verlustgeschäft kann man nicht halten. Und so ist sie eingeschlafen. Weil es war nicht die richtige Werbung, es war nicht die Promotion, es waren auch nicht die Chancen für unsere schönen Eisrevuen, die nach wie vor wunderschön waren. Aber die Auswertung, die Exploitation war nicht so wie bei uns gemacht, weil der Herr Chalfen wollte unbedingt seine Holiday on Ice hochbringen, was ihm auch gelungen ist. Weil heute gibt es nur die Holidays on Ice und Ice Follies. Aber damals war die Königin aller Eisrevuen in Europa und in vielen Ländern nur die Wiener Eisrevue. Wie lange hat Robert Stolz dann noch Musik weiter für die Revue geschrieben, wie die Revue schon verkauft es war? Es wurde kein neues Programm mehr gemacht. Kein neues Programm wurde jemals gemacht. Der Chalfen hat gleich diese zwei Programme übernommen, die gelaufen sind. Die ja schon ausgearbeitet waren. Die fertig waren. Und dann hat er also das Ganze einschlafen lassen, um Platz zu machen für seine Holiday on Ice. Das hat ihm kein Glück gebracht. Kurz darauf ist der Chalfen gestorben, wie Sie wissen.